Ist das Leben nicht schön? Heute startet ein neuer Tag und ich habe ein bisschen Herzbumbern, weil es morgen losgeht mit dem 100-Meter-Sprint gegen Christian. Heute ist ein bisschen Vorbereitung angesagt und ich bin sehr gespannt, ob ich ihn endlich schlagen werde. Temperatur fallen, wir haben nur noch 9 Grad, ganz schön kalt hier, muss ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mittlerweile kein großer Fan mehr bin von Zitaten. Die sind ja irgendwie ziemlich ausgelutscht und ach, mich nerven ja nicht noch. Aber heute habe ich eines gesehen, das hat mich irgendwie richtig berührt. Und zwar ging das, wenn du die Welt verändern willst, dann geh nach Hause und liebe deine Familie. Dachte ich mir so, das war flach. Und dann musste ich drüber nachdenken und dachte mir, Mensch, das ist aber doch ganz schön tief, weil letztendlich die Leute wollen rausgehen und und was erzählen, wie toll sie mit ihren Ideen die Welt verändern können, aber haben keine Liebe für ihre Kinder, Frau oder Eltern. Tja, dann fängt man einfach am falschen Stil an, am falschen Stil an. Mensch, meine Sprachbegabung ist echt unbeschreiblich. Und deswegen hat mich das Zitat irgendwie so bisschen stark berührt, weil ich gemerkt habe, am Schluss geht es eigentlich um die Liebe und man soll in seinem eigenen Hof anfangen zu kehren, bevor man draußen anfängt zu kehren. Gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ich muss heute was loswerden, was mir extrem wichtig ist und worüber eigentlich niemand spricht. Es gibt keine Abkürzung. Wenn du Muskeln aufbauen willst oder Fett abbauen willst, gibt es nur eine Sache: richtige Ernährung, den Muskel richtig treffen und regelmäßig zum Training gehen und viertens akzeptieren, dass es länger braucht. Sorry, ich habe geflunkert. Es gibt eine Abkürzung. Beim Muskelaufbau nennen sich Steroide, beim Fettabbau nennen sich Ephedrin. Ich bin ja nicht so fit in den Begriffen. Es gibt natürlich eine Abkürzung, aber ich persönlich bin nicht bereit, den Weg dafür zu gehen. Und wenn du es auch nicht bist, dann gibt es dafür keine Alternativen. Je früher du verstanden hast, dass es länger braucht, desto mehr Spaß macht das Training. Lass es mich so erklären. Wenn du gut Klavier spielen willst, braucht das vielleicht 5.000, 6.000 Stunden. Das kannst du nicht abkürzen. Es braucht einfach eine Zeit, bis man gewisse Dinge versteht. Beim Körper ist es dasselbe. Natürlich kann man abkürzen mit Steroiden und Co. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die Sehnen und Bänder diese großen Belastungen nicht akzeptieren. Das heißt, irgendwann wirst du Verletzungen haben, die langfristig sind. Je früher man das versteht, dass der Weg beim Fitness auch lange dauert, wenn man effektiv gehen will, dann macht Training wirklich Spaß, Leute. Glaubt mir, ich mache das seit 20 Jahren. Ich habe den schnellen Weg ausprobiert, schnell und hektisch. Ich habe den langsamen Weg ausprobiert und der langsame macht langfristig einfach mehr Spaß. That's it. Ich will nichts falsch machen, wenn es darum geht, den Christian auf 100 Meter abzuzocken. Er hat in seiner Bestzeit eine Sekunde schneller gewesen als ich. Und deswegen habe ich Reebok angerufen und habe gesagt, ich brauche die besten Schuhe, Spikes waren nicht erlaubt, um den Christian auf 100 Meter abzuzocken. Und dann kam jetzt dieses Paket. Nö, sind noch keine Schuhe. Jetzt sind die Schuhe mit drin. So, lass uns mal gucken, ob das die Schuhe sein werden, wenn ich Christian abziehen werde. Sind auf jeden Fall leicht. Ihr werdet sehen. Eine interessante Sache habe ich, glaube ich, auch noch bekommen. Und zwar das Paket hier. Guck mal, ich bin hier in der christlichen Zeitschrift Idea Spektrum auf der Rückseite. Fit für Gott auf YouTube. Erzähl mal eine kleine Geschichte, ja, über meinen Glauben und meine Lebensgeschichte in absoluter Kurzfassung, über meine Frau, Tiefpunkt im Leben und so weiter. Schaut mal die Jungs an. Okay. Ist der Unterschied zwischen euch und mir? Ihr seid immer vorbereitet, ne? Christian bringt immer sein Futter mit, der Praktikant Stefan bringt auch sein Futter mit. Und ich muss immer überlegen, was esse ich. Tja. Aber ich habe wieder eine Idee gehabt. Also man sieht auf jeden Fall, unsere Putzfrau ist gerade noch nicht da und war schon länger nicht mehr da. Ich habe wieder meinen legendären Mikrowellenreiskocher. Hast du den schon mal ausprobiert, Christian? Nee, habe ich nicht, weil ich, wenn ich Reis esse, esse ich Reisflocken. Die schmecken mir gar nicht, ich habe es ausprobiert. Die sind mega geil. Ich liebe die Dinger, kann ich Echt? jedem empfehlen. Reisflocken, 5 Minuten im Mikro, Also alles geschmacklich fertig. finde ich, sind die räudig. Ach, hör doch auf, ey. Guck mal, wie einfach das geht, ja? Reis rein,
bin jetzt gerade im Büro, ja. Ich habe mir nichts vorbereitet wie jeden Tag. Ich bin echt schlecht in der Vorbereitung. 160 Gramm. Zack, dann gehe ich hier nochmal drauf. Dann kommen hier 160 mal 2 sind 320. Hm? So ungefähr, genau. Zack, das Ding drauf. Wumm, wumm, zack. Und jetzt kommt man mit, zack, in die Mikrowelle. Das Gute ist, wir haben hier eine potente Mikrowelle. Die alte ist kaputt gegangen. Da haben wir auch mal dieses Ding, habe ich mal zum Schmelzen gebracht, weil ich aus Versehen den Knopf hier verwechselt habe. Auf 900 Grad zumachen, 10 Minuten. Jetzt gehe ich im Aldi, kaufe noch was ein und das Essen ist fertig. Perfekter Reis, schmeckt einfach bombastisch. Ich bin normalerweise ja ein Fan von Parboiled Reis, wie der genannt wird, aber ich habe mich jetzt in den Thai-Jasmin-Reis, also Jasmin-Reis, egal wo, probiert ihn. Den besten, ich habe jetzt hier vom Lidl, den besten finde ich, gibt es bei Aldi. So schaut mein Futter aus: Fleisch, Reis, Salat. Damit haben sie mich jetzt irgendwie gekriegt. Die waren gerade im Angebot. Also gab es gerade. Und Lebkuchen. Ich esse so selten Lebkuchen. Ich muss mein Leben mehr genießen. Deswegen gibt es jetzt echte Nürnberger Elisen-Lebkuchen. Naja, aber die Franken reden ja anders, ne? Und Johannes, der ist immer so gegen die ganze Fitnessbewegung. Warum ist es? Der haut sich mal alles raus, was. Veganes, kalorienreduziertes Schnitzel mit Eiweißbrötchen. Quasi. Ja, gut, dann passt das wohl. Guck mal. Scheiße. Guckt es dir mal an, also es ist ja bald Tough Mother, da habe ich jetzt zugesagt, einfach so, ohne nachzudenken. Ich habe jetzt nur das Bild gesehen. Schaut ja schrecklich aus. Schrecklich matschig. Also ich würde sagen, Flavio, ich wünsche dir viel Spaß. Weißt du, ich mache manchmal Sachen, ohne mir alles zu überlegen und genau anzuschauen. Manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht so gut. Und mal gucken, was jetzt hier aus Samstag wird. Vielleicht ist nächste Firmen-Event Tough Mother, aber vielleicht wird er nie diesen Namen hören. Ich glaube nicht. Man glaubt es nicht, aber in Würzburg ist es echt schwierig, einen Startblock für 100 Meter zu bekommen. Ich habe heute bestimmt schon 6-7 Mal angerufen. Keiner geht ans Telefon. Ich muss das morgen spontan machen. Ich mache heute mal kein Beintraining, um richtig vorbereitet zu sein. Aber es ist nicht einfach, weil wenn, dann will ich schon gescheit machen. Wenn, will ich wissen, wie schnell bin ich denn auf 100 Meter. Naja, wir werden sehen. Was ich interessant finde, ist, als kleiner Junge wollte ich, glaube ich, mal Geschäftsmann werden. Ich habe immer so den Traum gehabt, zu fliegen mit einer Aktentasche in der Hand. Das ist ein bisschen weg, wobei Geschäftsmann, irgendwie bin ich ja auch mehr oder weniger. Dann hatte ich den Wunsch, 100 Meter Sprinter zu werden. Das hat sich nie verwirklicht. Wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig gewesen, weil dann wäre ich jetzt mit fast 33 schon in Rente gewesen. Und der letzte Traum war Fußballer. Das Lustige ist, ich bin irgendwie eine Mischung aus irgendwas dazwischen. Also ich mache ja Fitness, Unternehmer bin ich trotzdem geworden. Und deswegen kribbelt es mich auch bei diesem 100 Meter Sprint gegen Christian, weil es was Besonderes ist. Das sind ja auch diese Gedanken als Kind, dieser Traum, der in einem drin war, diese 100 Meter vielleicht in einer möglichst schnellen Zeit zu rennen. Und damals waren es 11,7, also eine Sekunde langsamer als Christian. Und deswegen bin ich schon echt heiß drauf, was morgen draus wird und ob es morgen überhaupt was draus wird. Schreib mir mal unten in die Kommentare, was dein Traum war, als du noch ein Kind warst. Würde mich sehr interessieren. Seit ein paar Tagen gehen die Kinder schon um 8 ins Bett, weil der erste jetzt hier langsam in den Kindergarten kommt. Das heißt, ich habe abends nochmal 2-3 Stunden Zeit und ab und zu, so wie heute, habe ich das Glück, dass meine Kumpels vorbeikommen, die hier direkt um die Ecke wohnen und wir wieder ein bisschen Kinder werden. Na, alles fit? Ja. Oh, sogar passende Hose, wir haben uns gar nicht abgesprochen hier. Naturalität-Hose. Schau, dass ich noch dabei habe. Nein, mit deinem eigenen Drücker. Sammy kenne ich schon seit, ich glaube, 20 Jahren kennen wir uns, ne? Ja. Ist jetzt in die Nähe gezogen. Das heißt, wir haben auch einen Vorteil, ja, wir können zusammen FIFA spielen. Das Dumme ist nur, ja, es braucht ja immer so eine gewisse Einlernungsphase. Wir haben jetzt gerade FIFA 18. Und du hast gerade irgendwie einen gewissen Vorteil. Und ich wurde schon so oft abgezockt, dass ich ihn jetzt erstmal wieder nicht die nächsten paar Mal nicht eingeladen habe. Ja, du hast ja trainiert jetzt. Naja, nicht wirklich. Also er ist noch besser als ich und irgendwie muss ich es hinkriegen. Nee, aber wir werden was sehen. Es ist immer unterschiedlicher gewinnt, würde ich sagen. Die letzten paar Male ich nicht. Ich nehme PSG. Oh nee. Das würde mich jetzt schon besonders ärgern. Wissel Kobe noch nie gehört, gegen Juventus zu spielen. Da spielt aber der Poli mit. Wir wollen mit Poli spielen. Naja gut, wir werden sehen. Ich habe psychologisch meine Schwierigkeiten, wenn die Mannschaft zu schlecht ist. Ich bin jetzt 3-1 hinten. Schau mal jetzt. Tor von Podolski. Von der Entfernung, ja. Ein 80er ist es. Knallt da gegen Buffon das Ding in Winkel. Ich kotze. 3-2, Spiel verloren gegen eine Mannschaft, die deutlich schlechter ist. Macht mich fertig. Zweimal Poldi. Naja. Oh yeah. Zweites Spiel geht an mich.
plötzlich ist die Mannschaft stärker und es wird schwerer. Ja. Er hat Atletico Madrid genommen. Ich hatte immer noch Juventus. Ja. Das ist nicht mehr der Druck, den ich habe. Ich muss gewinnen, sondern ich weiß, ich kann auch verlieren. Dann plötzlich geht's. Es war auf jeden Fall eng. Verrückte Welt. Es war nicht so eindeutig wie mit Wissel Kobe. Also, mal wieder gewonnen, würde ich sagen. Ne? Schwer ging nicht zu gewinnen. Wir haben jetzt, glaube ich, 7 Spiele gemacht insgesamt. Ich habe 1 gewonnen. War der Hammer. Es war echt. Oh Mann, mich nervt es so, gegen so schwache Mannschaften zu spielen. Aber es hat Spaß gemacht, ne? Ja, jetzt hast du deinen ersten Sieg eingefahren. Und es wird ja nicht der letzte bleiben. Naja. Also Leute, also ihr seht, man kann auch mal spielen, man kann auch ein bisschen Spaß haben. Es muss ja alles nach Ordnung gehen. Beziehungsweise auch wenn man erwachsen ist, darf man wieder Kind sein. Und sowas macht auch mal Spaß, ja. Es muss auch mal sein. Und ich genieße solche Abende auch. Einfach mit Kumpels ein bisschen Gaming, ein bisschen FIFA spielen. Und dann, naja, jetzt geht es mir gerade nicht gut, aber dann haben wir auch ein bisschen Spaß gehabt, würde ich sagen. Also, kurz Nächtle.